was nennt man den solchen Schlachtplan? Genau, wir kommen dann näher. Echt und Titten und aufgeschwitzten Frauen. Ich bin ein Influencer, also darf ich bitten. Bin nicht so unecht, doch ich gönn's den anderen. Hit die Gläser, also lass uns tanzen. Ab bei den Flughafen, Kriege draußen einstecken, oh nein. Covid-Test vergessen, Dubai, Male, Ibiza oder Saint-Tropez. Ich bin auf Party-Feeling, jeder kann es sehen. Jeden Tag Bilder machen, dann sofort hochladen. Heute meine Jeans oder auch Rock trage ich liebe Facebook. YouTube und Instagram, alles für die Follower, die es verdient haben, am Strand chillen und schön Sonne tanken. Oder sollte ich mich mal lieber massieren lassen, raus aufs Meer, Cocktail und Yacht fahren, sowas nennt man Influencer Schlachtplan. Oh nein, Covid-Test vergessen, Dubai, Male, Ibiza oder Saint-Tropez. Ich bin auf Party, will jeder kann es sehen. Jeden Tag Bilder machen, dann sofort hochladen. Heute meine Jeans oder doch einen Rock tragen. Ich liebe Facebook, YouTube und Instagram. Alles für die Follower, die es verdient haben. Am Strand chillen und schön Sonne tanken. Oder soll ich mich mal lieber massieren lassen? Raus aufs Meer, Cocktail und Yacht fahren. Sowas nennt man Influencer Schlachtplan. Anfang war und der letzte Teil war nicht so. Ich bin ein Influencer, also darf ich bitten. Bin nicht so unecht, doch ich gönn's den anderen. Hit die Gläser, also lass uns tanzen. Ab an den Flughafen, Ticket raus einchecken, oh nein. Covid-Test vergessen, Dubai, Male, Ibiza oder Saint-Tropez. Ich bin auf Party, jeder kann es sehen. Jeden Tag Bilder machen, dann sofort hochladen. Heute meine Jeans oder doch ein Rock trage ich mit Facebook, YouTube und Instagram. Alles für die Follower, die es verdient haben. Am Strand chillen und schön Sonne tanken. Oder soll ich mich mal lieber massieren lassen, raus aufs Meer?